Fakten seriös präsentiert. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 437. Heute hallo. Mit mir dabei Dennis und Sebastian. Und wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme den 20. Juni 2024. Wir haben gestern 2:0 gegen Ungarn gewonnen. Ta-ta-ta-ta! Habt ihr das und geguckt? Also wahrscheinlich ja. Schon, aber ich meine auch wo? Ich hab den Anfang geguckt. Ich hab's zu Hause geguckt, weil mit dem Abpfiff kam unser bestelltes Taxi, womit wir dann Essen gefahren sind, weil wir gestern Hochzeitstag hatten. Oh, schön. Aber das Spiel mussten wir noch gucken. Das verstehe ich. Ja. Ich habe gestern das erste Mal mit Julius richtig Fußball geguckt und das hat semi funktioniert. Er war so, nach 5 Minuten, Papa, das ist langweilig, ich möchte was anderes gucken. Weißt du, hey, aber hier, ne, guck mal, hier spielen die Pinken, war ja große Aufruhr, dass das die gute Pinken Trikot. Waren. T-Shirts, die pinken Trikots gegen die weißen Trikots, weil er versteht ja noch nicht Deutschland und Ungarn. Ne, für den ist die Welt eine kleine Kugel, eine kleine Scheibe. Das ist ja Historie. Und nach 5 Minuten war so, Papa, können wir nicht Müllauto gucken? Ja. Dann haben Müllauto gucken? So abends um 6 oder was? Was denn? Abends um 6. Ja, nee, weil wir dann ja Fernsehen geguckt haben und für ihn ist Fernsehgucken halt sowas wie Müllauto oder Rutschen. Ach so. Oder und du dachtest, ich will aber Deutschland gucken. Spielplatz, ja, und ich dachte mir so, okay. Und dann dachte ich, nein, ist noch nicht Zeit für Fernsehgucken. Wir gehen jetzt noch ein bisschen raus, Fußball spielen, Basketball spielen und mit dem ferngesteuerten Auto rumdüsen. Ja, aber EM ist nur alle 4 Jahre. War auch draußen echt schön leer und ruhig. Also alle haben, glaube ich, Deutschlandspiele geguckt. Es sei denn, es ist Corona, dann alle 3. Weil die letzte war 2021. Die ist verlegt worden. Ja, stimmt. Aber egal. Habt ihr die Nintendo Direct gesehen? Die war diese Woche. Moment, bevor wir dazu. Achso, ja, wir können auch erst darüber reden. Die Nintendo Direct, die ist diese Woche gewesen. Habt ihr die gesehen? Die war Dienstag, glaube ich. Moment, ich muss mir die Zusammenfassung nochmal ganz kurz holen. Aber die war trotzdem schon, da wurden ein paar Sachen waren dabei, die wohl auf jeden Fall auf, ich sag mal, auf Liebe gestoßen sind. Ja, die würde ich gerne mal von euch erfahren, weil ich habe es nicht gesehen, außer Metroid. Das habe ich gesehen. Fairy Tail 2 wurde angekündigt, das habe ich gar nicht gesehen. Und was wurde angekündigt? Ja, so ein Anime-Spiel. Das ist für euch ja gut, aber sag doch den Titel nochmal, ich habe da nicht mehr. Fairy Tail 2. Fairy Tail 2? Ja, nee, wie Feen. Fairy. Ah! Also Fairy Tail 2. Ja, okay. Man weiß ja nie, wo man gerade da so jetzt kommt es richtig. Aber das ist jetzt nicht so. Also, Fairy Tail 2. Vielleicht war der erste Teil so ein Erfolg. Der Analplug schlägt zurück. Richtig, richtig krass war natürlich Mario Party. Also heftig, was sie da rausgeballert Neues oder haben. Wieder so eine. Ja! Ja, also das okay, weil beim letzten Mal, als richtig heftig Mario Party kam, kam halt so ein, wir packen einfach mal alles zusammen und das ist richtig. Spaß. Mario aber Party Rampage oder so? Ne, Armageddon Rampage? Nee, Reeby Jamboree. Ja, genau, Reeby Jambalaya oder so war das. Jambalaya in Kalaya. Das sieht halt richtig, richtig gut aus und hat super viele neue Modi, auch so ein, ich weiß nicht, ich habe das mal als Battle Royale Modus selber betitelt, weil du dann irgendwie zusammen mit 20 Leuten oder 100 Leuten, ich weiß es gerade nicht genau, warte mal, so Minigame-Dinger machst und dann Punkte sammelst. Also so ein ganz losgelöster Modus zum klassischen Mario Party, wo du auf dem Brett halt spielst. Ich lese gerade unter dem Artikel dazu. Ähnlich zu Super Mario Party setzt der neue Teil vor allem auf Bewegungssteuerung. Das wird gut. Ja, aber das haben die ja bei den Spielen ja dann auch, dass du irgendwie dann wackeln musst, ganz viel. Ja, ja. Ja. Gut. Finde ich nice. Aber cool. Das sah ganz cool aus. Also das ist mal was Neues wenigstens, dass du dann irgendwie 20 Leute online machen kannst und alte, coole Maps nochmal neu reworked von Mario Party 1 und 2, was halt ein cooler Fanservice ist und 5 neue Maps an sich, die auch ganz nice aussahen. Von den 7 Spielbrettern sind wieder nicht alle neu. Oh Mann. Die haben doch grade halt nicht. Das ist aber okay, finde ich. Das ist ja, okay, aber die haben doch gerade eins rausgebracht, wo die ganzen alten Sachen alle drin sind und dann hauen sie in das Neue trotzdem wieder alte Sachen rein. Ach Mann. Naja, aber egal. Freuen wir uns auf einen neuen Teil. Also das war, also da hatte ich auch ein bisschen Harten in der Hose.
Also irgendwann kann er nicht viel also so viel Mario Party spielen wir jetzt auch nicht. Aber selbst ich, der Mario Party eigentlich nicht mag, fand das richtig geil. Okay. Ja, Metroid Prime 4, wie gesagt, ne, nach, ich weiß gar nicht, wann die das angekündigt haben, dann haben sie ja irgendwann mal die Entwicklung sozusagen, naja, fast schon ausgesetzt, weil da das Entwicklerstudio gewechselt ist. Dann haben sie so ein bisschen neu angefangen, nie irgendwas gesehen, jetzt gab es Gameplay, das habe ich mir angeguckt, das sah cool aus. Das hatte irgendwie was von Metroid Prime, boah, wie hieß denn der Teil für die Wii? Mir hat's gefallen. Was denn? Oh. Ich meine, das hattest du gespielt auch im Let's Play oder so, ne? Auf der Wii nicht, nee. Für die Switch sieht das auch optisch ganz gut aus. So. Genau, für die Switch kam das ja auch nochmal raus, letztes Jahr oder so. Mhm. Und also Metroid Prime 4 soll ja nächstes Jahr erscheinen, 2025. Alle sind ja irgendwie am Spekulieren, also beziehungsweise ob es 2025 dann für die Switch 2 erscheint. Aber ich denke, das wird auch für die normale, sag ich mal, Switch rauskommen, weil da werden die sich nicht den Markt kaputt machen. Ja, das ist auch cool. Und sonst gab es noch ganz viele Remakes. Ja, The Legend of Zelda, wa? Und Zelda sah halt cool aus. Also das Echoes of the Wisdom sieht zumindest optisch sehr cool aus. Okay, also ich fand das Optik ja... Die Optik ist wohl dieselbe wie Link's Awakening? Genau, Link's Awakening hieß das. Die ist halt von Link's Awakening und ist ein bisschen mehr auf Rätsel, das stimmt. Also das finde ich, das wird ein Spiel, das ist so ein No-Brainer eigentlich, aber so vom Gameplay muss man da einfach mal gucken. Ich frage mich, gibt's so Zelda-Titel, die so zwischengeschoben werden und die nicht immer direkt so Banger-Titel sind mit einer 95? Ist das so einer dann? Muss ich mir das so vorstellen? Tja, welcher Zelda-Titel ist denn kein Banger? Ach so, genau, doch, deswegen frage ich das. Hier dieses Four Swords, nee, warte mal, wie hieß denn das? Wo du einfach nur so, Ach so, wirklich dich bewegst, war das, wa? Nee, es gab doch eins, wo du nur so Gegnerwellen oder so falsch machst. Doch. Link's Awakening hat eine 87 bekommen und das ist quasi der Vorgänger, der optisch im gleichen Look ist, halt dieser niedliche Look. Link's Awakening schon stark, finde ich. Ach, der so, ja, das ist ja das Remake gewesen vom Gameboy, ne? Hyrule Warriors, dankeschön, Chat. Das meinte ich. Und ich schreibe hier Quatsch, weil ich schreibe Yelda. Habe ich das umgestellt? Yelda? Kommst du rum? Zelda, also ich persönlich fand halt Hyrule Warriors nicht so geil. Ne? Aber wie das so der Rest der Welt fand, weiß ich gar nicht. Vielleicht war ich ja Hyrule Warrior. 78, krass. Boah. Das ist eine Schande für die Zelda-Serie. So mega Pornos. Aber das ist Score 8, wow. Und das, was die da gezeigt haben, sah cool aus. Und du spielst halt mal wirklich Zelda. Was mal auch ganz cool ist, glaube ich. Ja, so, ich wüsste auch nicht, okay, wo du meinst, Zelda man spielt die Person. Ich glaube, man spielt auch mal wirklich Zelda. Ich dachte mal so, was letzte Zelda nicht auch so ein echtes Zelda-Spiel? Aber du meinst, mit Zelda, man spielt auch mal Zelda, meinst du, man spielt den Charakter Zelda? Ja, ja, aber du spielst halt die Prinzessin und weil Link irgendwie da in so ein Portal gesogen wird und sie alleine zurückbleibt und sie muss ihn wahrscheinlich dann befreien. Finde ich auch mal ganz, ganz interessant. Gab's das schon mal, dass man Zelda gespielt hat? Ich bin gerade am Überlegen. Nicht, ich wüsste es gerade auch nicht. Vielleicht in irgendeinem Teil kurz, dass du da so einen Abschnitt mit ihr gespielt hast. Mhm. Aber ein Spiel? Nö. Finde ich auch cool. Ich guck gerade, was ist so das niedrigste? Da, für ein 3DS. The Legend of Zelda Triforce Heroes hat nur eine 73. Das niedrigste. Adventure of Link auch 73. 78, what, Breath of the Wild, Master Trials, ach so. Skyward Sword HD, das ist mit 81 das niedrigst bewertete Zelda für die Switch. Okay. Schade. Dann ansonsten starten wir 84. Ja. Ja, und dann, dann ist jetzt die Frage, habt ihr sonst noch richtige neue Banger mitbekommen? Nee, ich, also bei manchen Sachen, ne, also Luigi's Mansion ist natürlich ganz schön.
aber halt, also Donkey Kong ist auch halt ein HD. Das ist halt, also dafür, dass ich eigentlich nichts erwartet habe, weil jetzt kommt ja die neue Konsole und dann hätte man jetzt auch nichts mehr erwartet groß, finde ich Mario Party fett und das Zelda auch ganz nett. Also ist schon okay, glaube ich. Lass mich mal kurz gucken. Noch Mario. Nichts von Pokémon, wenn ich das. Also, das kommt doch eigentlich. Dafür haben die ja. Also, dafür haben sie ja immer eine Poké Direct. Also, das bei der Nintendo Direct Pokémon nicht bei ist, ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ich verstehe. Okay. Das war mich. Eigentlich. So ups. Es gab wohl hier Mario und Luigi Brothership. Ich will mal Brotherhood sagen. Das, ja, sieht ganz nett aus. So vom Grafikstil. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weil die Outlines sind, kannst ja, du so erkennen. Ist das Cell-Shading? Ja, aber nicht so krass. Also. Das ist auch immer so ein Koop-Jump'n'Run-Game, würde ich halt sagen, einfach. Wo dann auch so Rätsel gelöst werden, teilweise, oder man halt gleichzeitig springen muss, dann kann man sich wahrscheinlich auch teilweise schön drüber aufregen. Ja, wie immer bei Hüpfspielen. Könnte halt lustig sein. Für Leute, die sowas machen, auf jeden Fall. Ich glaube halt generell, dass mal langsam wird aber Zeit werden würde, mal so diesen richtig neuen, krassen Mario-Teil zu bringen. Ja, das kommt mit der Switch 2 dann wahrscheinlich. Es erscheinen Remakes. Remakes ist natürlich immer so eine Sache, aber Dragon Quest ist natürlich immer eine gute Sache. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Mein Gott, was ein Titel. Ja, die haben 1, 2 und 3 quasi in einem angekündigten Remake für alle drei Teile. So. Also kaufe ich dann auch eine so ein Speicherding und habe dann alle drei Teile. Nee, es gibt einmal Dragon Quest 3 HD 2D Remake und dann gibt es Dragon Quest 1 und 2 als weiteren Titel, den du kaufst. Also Dragon Quest ist immer eine ganz coole Nummer, wenn es halt die RPG-Serie ist und nicht die, wir kloppen alles nieder, dann ist Dragon Quest immer ganz geil, aber Remakes, Was ich gerade in der Liste gesehen habe, was ich beim Durchskippen auch nicht bewusst wahrgenommen habe, ist ein Herr-der-Ringe-Spiel. Aber das sieht leider ein bisschen aus wie eher so für jüngere Zielgruppe. Du spielst es irgendwie ein Hobbiten. Mal, wie heißt es? Wie heißt denn das? Wie heißt das nochmal? Wie heißt denn die Tales Stadt von... of the Shire? Ja, Tales of the Shire. Spiel. Heißt ja, im Englischen heißt es nur The Shire, oder? Ja, genau. Shire ist doch Auenland. Ja, aber... okay, ja, dann Auenland. Wie heißt das denn im Deutschen? Hobbiten? Das Kaff von denen. Auenland? Hobbing? Ich weiß es nicht. Und da spielst du halt so ein bisschen, aber Auenland. Das sieht eher sehr... Oh, du kannst bauen, das ist ein Cozy Game oder was? Jo, Hobbing ja, heißt du das. Du kannst halt fischen und angeln und kochen. Oh, fischen und angeln, ja, mein. Und kochen. Mal fischen und angeln? Krass. Ja, wirklich. Ja, du kannst halt angeln, aber vielleicht kannst du ja auch nicht fischen, ne? Das ist richtig. Ja, ich guck mir gerade den Trailer an. Worauf ich immer noch geil bin, ist Lego Horizons. Also... Warum? Das sieht irgendwie cool aus. Also ja, okay. Aber also, warum dann nicht? Ja, okay, stimmt. Warum? Ja, stimmt eigentlich. Also ich habe alle Star Wars Teile gespielt, ich habe alle Batman Teile gespielt, noch ganz viele andere. Die waren immer cool. Harry Potter. Ja, aber pass auf. Bei Star Wars und bei Harry Potter und bei Batman finde ich, stehen da halt auch Franchises hinter und jetzt ist halt Horizon. Ich finde, Horizon ist von der Franchise-Größe nicht mal ansatzweise damit zu vergleichen. Das ist richtig, aber ich habe alle Teile gespielt und finde die halt cool. Und im Trailer sah es halt auch echt lustig aus. Ja, okay. Ich find's und die Lego-Spiele sind für mich halt, die müssen halt lustig sein, weil ist jetzt, das Gameplay ist halt eher so, muss mich unterhalten und nicht so komplex. Meinen Skill herausfordern. So. Ja. Ja. Nee, sonst hatte ich jetzt aber keine anderen, glaube ich, gesehen. Die... Ace Attorney, immer geil. Objection! Ist das so? Wie ist das so? Ja, ist das in dem Spiel so? Du ich kannst das halt nicht. Achso, ja, du. Ace Attorney ist halt, da gibt es immer diese Anwalts-, auch unter diese Anwaltsszenarien dann immer und dann kann man halt immer Objection schreien. Ach, echt? Lol. Aha. Nina war sehr geknickt, dass es kein neues Dr. Layton gibt seit tausenden von Jahren. Seit dem 3DS, oder? Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß doch, warte mal, es gab eins. Oh, warte mal. Aber nicht für die Switch, oder doch? Ich habe gerade noch mal ganz geguckt, es gibt einen Zusammenschnitt, der 1:3 dauert von allen Leuten, die Objection in Ace Attorney schreien.
Das ist dein Game, oder? Das ist so ein bisschen wie Suits. Objects. Da, 2019 ist auf der Switch Raiton Misuteriani Koturiero Todaifugo no Inbo. Okay, ja. Erschienen. Und das heißt? Mystery Journey Catriel und die Verschwörung der Millionäre. Okay. Gut übersetzt, danke Christian. Ja. Naja, aber der Chat schreibt gerade, Layton wurde letztens auch erst angekündigt für 2025. Okay, dann hat man nur nichts dazu gezeigt. Was stimmt, das okay. steht da drunter, unveröffentlicht. Professor Layton ja. und die neue Welt des Dampfes. Geil, Dampf, Dampf, Dampf. Wait, ja, aber, gab's halt... wait. Es gibt einen Professor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney. Was ist das denn? Naja, also aus Ace Attorney ist wohl Phoenix Wright dabei und die oh. machen Battle. Oh, ach, lol. Krass. Das muss Bram spielen. Das muss ich spielen. Das ist ganz wichtig. Aber das sind ja, keine Titel bei gewesen jetzt bei Nintendo, wo man dann irgendwie sagt, ja, das erscheint dann so 2028 nee. Oder 27. Wobei, es geht ja auch gar nicht, wenn sie nächstes Jahr eine neue Konsole rausbringen. Ja, gut. Dann müssten sie ja Gameplay zeigen, ne? Und dann müssten sie zeigen, wie es auf der Switch 2 aussieht, weil das ja, hat noch keiner ja gesehen. Ja, müssten kein Gameplay zeigen. Nee, das haben die ja bei Pokémon Abyss ja auch nicht gemacht. Bei super vielen Spielen, auch bei Xbox oder whatever, ist kein Gameplay gezeigt worden. Aber sie haben, glaube ich, bei der Direct jetzt für alles Gameplay gehabt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Weiß ich nicht, ich habe die ja nicht gesehen. Wenn du ich habe halt durchgeskippt, ich habe nur die Sachen angeguckt, die mich halt interessiert haben und Stray kommt jetzt auch auf die Switch, fand ich jetzt nicht so spannend. Ja, auch Among Us, ne? Also, ja. Ja. Deshalb. Den Hype mitnehmen, ne? Ich finde aber Among Us ist auch so schwer, auf der Switch das zu spielen, weil ich mir denke, wie quatscht denn da mit den anderen Leuten? Hat die ein Mikro? Weiß ich nicht, aber kannst du nebenbei TS laufen lassen? Oder Discord zumindest? Ja, machst du WhatsApp-Call, Gruppen-Call? Weiß ich, also keine ich Ahnung, gibt es TS dafür? Also Quatsch, TS Discord dafür? Weiß ich nicht. Wild. Das wäre auch irgendwie doof, wenn man halt immer nur so einen eigenen Service haben muss, den keiner benutzt. Ja, stimmt, als Prime 4 angekündigt wurde, gab es auch noch den Namen zu sehen. Also immer machen sie es nicht, das stimmt. Und Prime 4 hat auch echt lange gedauert, aber da gab es ja auch wirklich extreme Probleme scheinbar bei der Entwicklung. Also ich glaube nicht, dass Prime 4 damals, als es 2017 angekündigt war, dass die damit gerechnet haben, dass es 2025 rauskommt, sondern wahrscheinlich 2 Jahre früher oder so. Aber okay. Was du auf jeden Fall sagen könntest, damit mit der jetzigen Direct ist, glaube ich, so die Welle der Ankündigung dieses Jahr, eben die große Welle auf jeden Fall durch. Mm, ja, mal gucken, was noch zur Opening Night Live von der Gamescom kommt. Ja, genau, das meine ich damit so. Glaubst du wirklich, dass du noch richtig, dass dann, also da, vielleicht kommt da nochmal ein Banger oder so, aber nochmal so eine Reihe? Nee. Also so, da wird vielleicht noch was Nettes dabei sein, aber dann sind wir, glaube ich, auch durch. Weil dann sind wir ja eigentlich auch schon, das geht ja auch immer früher los, dann sind wir ja auch schon im Weihnachtsgeschäft. Das geht ja immer, das merken wir ja selber, wenn irgendwie die ganzen Firmen kommen mit Aufträgen auch für uns, dann geht das Weihnachtsgeschäft. Und guck mal, WoW bringen die einfach mal während meinem Urlaub raus, das, wann war denn das? Direkt nach der Gamescom. Ne, WoW bringen die auch schon Gamescom Mittwoch raus. Ach, das kommt sogar am, what? Ja, hattest du doch gesagt, warum die das denn machen, wenn doch alle auf der Gamescom sind. Ich hatte gefragt, warum die das montags machen, aber habe ich mir das falsche Datum aber, genau, aber trotzdem, ne, das ist halt zum Beispiel so Ende August. Und eigentlich war das mal so ein bisschen ganz früher zumindest auch so Richtung Weihnachtsgeschäft. FIFA ist ja auch September eigentlich immer gewesen oder wie das jetzt auch immer heißt, FC irgendwas. Ja. Aber da auf jeden Fall, da geht's Weihnachtsgeschäft halt los. Im Moment hat man aber, also gut, Elden Ring kommt halt die Woche. Habt ihr Bock drauf? Ja. Ihr streamt ja dann quasi, wenn der Podcast hier rauskommt am Freitag, streamt ja gefühlt den ganzen Freitag Elden Ring DLC. Also wir versuchen natürlich das DLC zu streamen ab ungefähr 15 Uhr über Parsec machen Bram und ich das dann, auch so hier, wer einmal stirbt. Mal gucken, welchen Charakter wir nehmen und wie das DLC so ist. So. Also zumindest, habe ich gestern gesehen, 93 Elden Ring von... GameStar hat schon den 93 fürs DLC gemacht. Oder?
Ja, ich habe jetzt auch, also heute Nacht zum Zeitpunkt der Aufnahme vom Podcast wird um 0 Uhr bei uns auch ein mehrstündiges Elden Ring Video online gehen. Also Open Critic ist bei 94 und ja, Meta Open bei 95. Ja, also 94 ist schon Mighty, ja. Mighty kommt da ganz gut hin. 94, wow. Vielleicht den Elden Ring selber, 96. Wow. Also ich fand das schon krass. Finde ich stark. Hätte ich nicht erwartet, dass sie dann nochmal so abliefern können. Krass. Also, ja. Ist es ein Vollpreistitel? Ich habe mich ja gar nicht mit befasst. Kostet 40 Euro, glaube ich. Ja, kostet 40 Euro irgendwie so, ja. Alter, voll geil. Warum nehmen die nicht mehr, damit die mehr so geile Spiele machen können? Ich finde es halt geil, dass sie halt einen DLC machen und einen Gegner vorsetzen, den 38% der Leute nur gekillt haben, ne? Also ich glaube, Finanzierungsprobleme haben die nicht. Warte mal, du brauchst, um das in das DLC reinzugehen, musst du erst einen Boss töten. Mhm. Genau, du musst Mock töten dafür. Wow. Und Mock ist zum Beispiel ein Gegner, wo dann, ich glaube, Jay, war es Jay oder Peter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendeiner hat mir sogar noch erzählt, bei seinem ersten Playthrough hat er den gar nicht gefunden, weil der auch blind gespielt hat und hat den nie gesehen und dementsprechend den auch gar nicht freigeschaltet, weil er nicht mal wusste, dass der existiert, weil der ist nicht verpflichtend, den zu machen. Ja, gibt ja super viele, die du skippen kannst und super viele ist jetzt nicht so, dass die den nicht besiegt haben oder nicht konnten, sondern die haben den einfach nicht gefunden. Nicht gefunden oder so, ja. Krass. Ja, wild. Okay, das finde ich aber einen interessanten Ansatz, weil du kaufst das Spiel ja dann und dann tust es rein und dann sagt das so, ja, leider kannst du es noch nicht machen, weil du musst erst Dulibert 3 besiegen. Ist aber bei vielen Souls-Teilen, dass die DLCs Gesundheit. Ich habe einen Tasten nicht gekriegt. Die sind sehr viel später. Also die sind nicht am Beginn des Spiels sozusagen. Du machst irgendwie einen neuen Charakter und dann DLC, sondern das ist meistens so, dass es erst später passiert. Ja, weil sonst hast du ja zumindest die Möglichkeit immer, ja, erstell jetzt hier einen DLC-Charakter und der hat dann einfach und du kannst ab da starten. Ich finde das gut. Rein theoretisch ist das Ganze ja, glaube ich, kann man einen Charakter nicht sogar runterladen? Weiß nicht. Das weiß ich gar nicht. Weil du kannst ja Multiplayer auch benutzen. Das, weil, und? Da kann sich ja jeder so einen OP-Charakter einfach oder. Also, weiß ich nicht. Ich weiß das auch nicht. Ja. Also das weiß ich halt auch nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass egal auf welchem New Game du bist und ich bin ja mit meinem Original Charakter, den habe ich ja damals im Stream gemacht, bin ich schon rein und ich kann sagen, dass dieses Skill-Gap-Ding, dass man nicht overlevelt ist und irgendwie alles einfach nur One-Shot, das haben sie auf jeden Fall hingekriegt. Das System, das ist meiner Meinung nach gut. Empfohlen schreibt man gerade, Axel schreibt, empfohlen wird 120 als Level, bei mir waren es ungefähr 100 Stunden plus. Ja, das ist ein bisschen mies. Ich bin Level 55 oder so. Ja gut, aber man könnte ja einen Charakter auch einfach ganz kurz hochleveln. Also es gibt ja so Level-Ebenen, zum Beispiel bei Mock in der Gegend könnte man auch einfach ganz kurz ein paar Runden drehen und dann ganz halt... Ganz kurz? Also ich glaube, dass du 60 Level ganz kurz machst. Aber ja, das werden wir dann halbe Stunde rausfinden. Okay, krass. Ich habe noch nie so ein Leveling betrieben. Ich benutze ja zum Beispiel auch kaum das Wiki oder so. Oder so. Also, wofür ich jetzt gucken musste, war vielleicht eine Stunde. Wie man also halt ewig lange dauert das nicht. Wenn man da einfach nur steht und wirklich diese stumpfe Farm macht und wäre das halt irgendwie Quatsch, dann ja. Also die, zum Beispiel, weil ich jetzt zum ersten Mal richtig farmen musste, waren Smithings, also diese Smithing Stones, weil ich zum ersten Mal mit zwei Waffen gespielt habe. Und dementsprechend brauchst du ja dann doppelt so viel. Oh, das ist Arsch. Und die Stufe 3 zum Beispiel, die habe ich einfach nicht gefunden. Dann musste ich immer gucken, wo die sind und da hinreiten. Ja. Aber ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch definitiv. Das ist cool. Ich möchte ganz kurz eine Sache, und zwar ist gerade ein Video online gegangen zum Zeitpunkt der Aufnahme von einem Podcast vor knapp 33 Minuten. Und zwar kam heute das Frag die Geschäftsführung raus zum Thema Best of Cutter. Da möchte ich nur ganz kurz sagen, für alle, die Interesse haben, vielleicht in diese Richtung zu gehen oder generell da Bock drauf haben, ja, wir haben ein 12-minütiges Video gemacht, ein 13-minütiges Video, was auch sehr schön von Lena untermauert worden ist in so einer PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe, dass da alle Informationen drin sind, die man braucht. Es soll sich niemand gezwungen fühlen, natürlich da mitzumachen. Wir wollen da auch so ein bisschen das Ganze quasi contentmäßig begleiten, damit halt auch die Leute dann halt quasi direkt bewertet werden können. Alle Informationen findet ihr im Video oder auf Pizza.de gibt es auch einen Artikel dazu, wo es nochmal kurz beschrieben ist.
Ich hoffe, wir haben nichts vergessen dazu. Für die Leute, die gerade im Twitch-Set sind, hat Gaffer auch nochmal den Link gerade gepostet. Und ja. Nice, also wir suchen einen neuen Best-of-Cutter. Genau, weil Silvano ist, in ganz kurz, Silvano, unser alter Best-of-Cutter, der muss halt zum Militärdienst in der Schweiz. Eingezogen, Schweine. Und dementsprechend, dementsprechend kann er das halt nicht mehr machen. Und zieht er nicht einfach um? Ah, nee, dann muss er trotzdem zum Militärdienst, oder? Die ziehen nicht überall ein. Das ist wie beim israelischen Militär. Kann er nicht einfach in die Abteilung, hier in diese Netzwerkabteilung? Also, warte mal, wie hieß das? Ein Kumpel von mir mir erzählt, er war bei den Funkern oder Funker, so. Die, ja. Haben den ganzen Tag, die haben den ganzen Tag nur Laden gespielt. Vielleicht hätte er da hingehen können. Ja, vielleicht. Also, das ist ja No Hate. Silvan hat uns darauf hingewiesen. Ja, voll schade. Ja, Peter und ich haben uns aber sehr schwer damit getan, einen guten Bewerbungsprozess zu machen, der aber auch nicht daraus basiert, 1400 Videos zu gucken. Und dann haben wir es mal probiert, jetzt mit die Community mit einzuziehen. Gerade auch, weil viele aus der Memes-Meet-Richtung uns haben wissen lassen, auch viele Initiativbewerbungen kamen und so, und dann dachten wir so, ey, dann ist das vielleicht genau die richtige Bubble dafür, die sich halt im Memes-Meet-Forum rumtreiben, die haben da auch Interesse dran, warum dann nicht unter denen den König wählen, so nach dem Motto. Ja, finde ich auch ganz gut. Sehr gespannt, es gibt viele gute Best-ofs dann hoffentlich für uns, weil die Leute sollen ja dann ihre Videos als Bewerbung einschicken und dann gucken wir die. Genau, das ist dann in, ich weiß gar nicht mehr, 3 Wochen oder 4 Wochen. Jetzt weiß ich selber nicht, müsste ich ins Video gucken. Guck dir mal die letzten Minuten an, Bram. Wir sind ja auch gerade erst raus, ne? Ich konnte noch gar nicht gucken. Nee, ich habe das Video schon gesehen. Ach so. Ich bin mir also selbst gerne beim Sprechen zu, weißt du, einfach. Ich verstehe das zum Aufstehen, erstmal so ein bisschen Bram gönnen. Lass mal mir selber zu, weil wie geil ich rede. Geil. Richtig nice. Aber nicht aufpassen, Ja, genau. Der 18.07. ist der letzte Tag, hat Gaffer gerade noch in den Chat geschrieben, ja. Also dementsprechend ein bisschen ist dran, knapp einen Monat ist die Frist. Wie gesagt, für alle, die Bock haben, ab dann fangen wir an, das Ganze zu reviewen. Ein bisschen dauert es halt, wir werden da Content draus machen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, auch den wir da gefunden haben. Und ja, ich glaube halt auch, dass die Leute, die dann mitmachen, da auch richtig Bock drauf halt haben. Das glaube ich auch. Das wird sehr nicht da so ein geiles Video erstellen, hoffe ich. Exakt, ja. Man sollte das dann auch machen, wenn ihr cool seid und gut. So, dann. Ja, mehr hab ich doch gar nichts zu sagen. Können wir gerne wieder zu Elden Ring kommen, weil ich lebe gerade alles davon, wirklich. Ich atme es, ich finde es so geil einfach. Ich liebe es. Gibt's schon ein How Long to Beat hier, das DLC? Das weiß ich nicht, bestimmt. Könnte natürlich sein. Ich weiß halt nur nicht, ob sie sowas schon veröffentlichen. Ich weiß halt nicht mehr, wie das NDA drauf sieht. Ich bin auch so super vorsichtig mit den Sachen, die ich die ganze Zeit sage, weil ich weiß, ich habe ein 100-seitiges NDA. Du musst halt das googeln können, Bram, ne? Also hier steht 60 Stunden, wenn du alles machen möchtest. Ja, also howlongtobeat.com hat jetzt irgendwie noch, doch da, Shadow of the Earth Tree. Main und Extra 32 Stunden. Completionist gibt's noch nicht. Our fastest player finished in 25 Stunden, our slowest player finished in 32 Stunden. Also brauche ich 40 Stunden, okay. Ja. Schaff genau. Nicht. Freut euch auf jeden Fall drauf, das darf ich sagen. Ich darf's bewerten, ohne zu spoilern. DLC. Für ein DLC. Ja, aber ich soll mal direkt ein nächstes Elden Ring 2 raushauen danach. Nö, das ist okay. Also, die könnten von mir aus auch einfach danach noch eins raushauen. Können ja einfach die Spielwelt also so im Endeffekt erweitern, weil die Größe scheint ja richtig krass zu sein. Und ja, und ehrlicherweise beim neuen Elden Ring könnten sie meiner Meinung nach auch dann vielleicht auf einmal irgendwo meinen, wir müssten andere Designentscheidungen treffen. Und auf einmal bringen sie dann wieder diese Sachen mit rein, dass eben Waffen kaputt gehen können, weißt du, oder so, man die repairen müsste oder so ein Scheiß. Ja, ich meine, repairen war früher so eine Sache, das musstest du nicht wirklich, weil sobald du an so einem Feuer gerastet hast, war es repariert. Aber ja, manchmal gibt es so ein paar Sachen, die mich einfach persönlich so nerven, weil das Kampfsystem ist so cool, aber was ich dann halt immer unfair finde, ist, wenn Gegner so an der Wand durchschlagen können, wo du gegenhaust. Da finde ich mich immer ungerecht behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt, das verstehe ich. Also dann fände ich, wäre auch cool, wenn die Gegner nicht da durchhauen könnten. Dann wäre cool, aber
Ja, aktuell lümmel ich so ein bisschen. Ich glaube, ich bin gerade am Weg hin zum großen Aufzug. Ich habe per Zufall beide Münzenhälften gefunden. Die Dectus-Medaillons. Mhm. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin, musste aber vorher nochmal diese Schmiedesteine farben. Wie gesagt. Und ja, das steht jetzt so als nächstes an. Und danach müsste ich eigentlich nur noch ein bisschen Level farmen und dann geht ab. Klingt also gut. Radan weiß ich zum Beispiel gar nicht. Radan muss er ja gar nicht machen, oder? Also gute Frage, muss man Radan machen? Ich glaube nicht, oder doch? Ich glaube nicht. Weil bisher haben die nämlich immer Mock gesagt. Doch. Ach doch. Komm. Ja, wobei Radan ist schnell, da war ich auch schon. Da ist einfach nur hin teleportieren, Radan machen, fertig. Da muss man machen, okay. Radan. Ja, was ist das Worst-Case-Szenario? Radan ist der auf dem, weiß nicht, das ist ja gar kein Pferd, ne? Ist der da, das ist Lennart. Ist das der ganz am Anfang? Ne, Lennart ist ein Pferd. Ja, nee, der in der Arena, wo die ganzen Leute kommen und dir helfen. Ah, der auf dann der Meteoriten Insel. Schmeißt. Ja, so ein bisschen. Ja, oh, der war cool. Der war auch richtig nice. Den habe ich First Try gemacht. Der war richtig nice. Mock so nervig. Ja, auch bei Mock haben Peter und ich, glaube ich, ein paar Versuche gebraucht, aber nicht so, wo du sagen würdest, so exorbitant viel. Also war schon okay. Mock war doch der, wo die Ads kommen, oder? Ja, genau. Ja. Also, nee, Mock ist nicht, wo die Ads kommen. Mock ist der mit Blut spuckt, der den Encounter hat an einer Stelle, dass du auf jeden Fall massiv Damage bekommst, den du nicht blocken kannst. Der mit dem Blutschaden. Wenn du ein Bild hast, der auf Blutungsschaden basiert, ist Mock der einzige Gegner, den ich bisher kenne, bei dem der gar nicht funktioniert. Chat, wir haben den gemacht, oder? Ach, der ist im Untergrund? Ja. Oh. Das ist der Dynastie. Ja, aber das ist egal. Du kannst ja über die Mini-Quest dahin. Ja, ich war halt, im Untergrund habe ich noch gar nichts gemacht. Der Schaden kann geblockt werden. Ja, okay. Der Blutungszeug da hin und her schmeißt. Ja. Ja, ich glaube, da haben Peter und ich hat man da schon die Mimik? Nee, nicht die Mimik. Wie heißt das Ding noch? Was dich selber klont. Der Klon. Ja, die Mimik hier. Mimik Spirit. Kommt drauf an, wie du läufst. Ne, Mock ist ja komplett optional. Aber ich glaube, die haben wir da einfach gezündet und dann war da kein Problem. Ah, wobei die ist ja genervt worden, ne? Ja, die ist damals schon genervt worden und war trotzdem noch ultra stark. Ja, mal sehen. So, ist wie immer verlasse ich euch Donnerstag ein bisschen früher. Macht das mal. Chat, guck, wir sehen uns morgen. Euch lieb, bis dann und tschüssi. Ich glaube, mich hat Godfrey. War das Godfrey? Es ist ja weg. Nee. Ich hätte dem noch sagen müssen, dass ich morgen vielleicht ein bisschen später komme. Na, schreib's dir in WhatsApp. Die Sau in der Stadt. Ganz am Ende in der Stadt. Die Sau ganz am Ende in der Stadt. Godfrey the First Elden Lord? Ich glaube schon. Nee, warte mal. In Leyndell. Ich weiß das nicht mehr genau. Ich hab Elden Ring zuletzt mit Peter durchgespielt. Das ist schon ein bisschen her. Naja. Godfrey ist das ja. Oder Morgoth? Godfrey? Hm. Und also, danach hatte ich keine Lust mehr. Also ich werde auf jeden Fall noch gucken, mir irgendwo vielleicht die Mimic-Tier zu holen. Die ist nur leider in so einem Untergrundbereich. Oh Gott, ich muss noch. Das schaffe ich bis morgen. Also, tut mir leid, aber das schaffe ich nicht. Ich muss heute noch zum Friseur und kann heute nicht so viel spielen, da ich einfach mal 60 Level mache, den Mock da umklatsche und Radan werde ich auf jeden Fall schaffen. Und in die Nesseln gesetzt. Ein bisschen Shake anrühren und dann die Nacht. Ja, im Stream machen wir das auf jeden Fall. ja, also wir werden das über Parsec machen und ansonsten denke ich mal so wie Peter, ne? Wenn einer stirbt, dann wechseln. Dann wechseln wir. Wir haben es schon ausprobiert. Ich möchte das hier ankündigen, damit alle bezeugen können, dass ich es vorher gesagt habe und nicht erst im Nachhinein. Denn wir haben das getestet. Bram hat gespielt, der spielt ja mal, ne, hier Maus und Tastatur, ne? Also er hatte Maus und Tastatur, er hat gesagt, er hat keine Verzögerung, kann es easy spielen, mal gucken, wie es morgen läuft. Das finde ich aber wild, über Parsec mit Maus und Tastatur bei sowas wie Elden Ring, wo du halt wirklich on time ausweichen musst, das finde ich krass.
Ja, das geht. Backseat Gaming wird real sein, schreibt Bobby. Ja, das war egal. Das hatten wir im Stream auch. Aber ich finde das gut, dass ihr das vorher getestet habt und das nicht läuft wie beim letzten Mal, wo dann auf einmal ihr mietet euch so ein geiles Loft und habt eure Konsole und dann lübt nix. Ja, das lief ja. Das Einzige, was kaputt war, war der Laptop, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, oder das so. Das war das Geile. Wir haben immer nee, warte mal, was war das denn? Wir haben die ganze Zeit gedacht, die Konsole, irgendwas, das wäre kaputt. Oder das Aufnahmeding oder. Und im Endeffekt war das nur so ein kleines Ding, was wir hätten tauschen müssen. Ich glaube, der Laptop. Ja. Weil da war, stimmt, da war Bram nämlich noch da und hat uns irgendwas gebracht. Er hat seine PlayStation gebracht. Genau, und dann meinte er noch so, ihr könnt doch meinen Laptop haben oder so. Dann haben wir noch gesagt, nö, brauchen wir nicht. Hätten wir das getan, wäre die ganze Nummer durch gewesen. Aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, jetzt haben wir daraus gelernt, jetzt macht ihr das richtig gut. Das stimmt, die Umbaupausen waren wirklich super. Was gab's denn sonst noch so in der Welt? Hidetaka Miyazaki hätte sehr gerne einen Bloodborne-PC-Port. Laut ihm scheitert es auch nicht an From Software. Sondern, woran denn dann? Ja, wahrscheinlich an den Rechten oder Sony hat da irgendwie Vorzug und dann sagen die, wer weiß. Das ist ja immer so, die Kreativen, die haben Bock, Sony. Aber irgendwer hat dann das Sagen und sagt, nee. Ich habe immer gedacht, das wäre halt so ein 30-Frames-Spiel und sobald die das auf den PC bringen und das 60 Frames plus hat, funktioniert das alles nicht mehr. Aber hey. Ja. Ja, da schreien immer alle nach. Ich denke mir so, okay. Schade. Ja, ich glaube, die Fanbase hätte das schon ganz gerne, aber vielleicht hat Sony mal durchgerechnet oder hat gesagt, boah, bei uns auf der Konsole wird sich das nicht insane verkaufen, sondern die Leute auf dem PC, die gieren dann nur nach. Ja, aber aktuell ist halt, also Elden Ring, weiß ich nicht, warum will ich jetzt, wenn Elden Ring da ist, richtig krass ist, dann auch noch ein DLC ankündigt, was auch richtig cool ist, jetzt auch noch so einen Konkurrenten wie Bloodborne raushauen. Also selbst wenn sie es wollten, täten, es macht halt aktuell keinen Sinn. Wenn dann vielleicht irgendwie in einem Jahr. Genau, für nächstes Jahr wäre es ja. Und dann würdest du es jetzt ja zumindest schon ankündigen, damit die Leute halt ne vorbestellen, heiß drauf machen. Aber ja, ja, ich glaube, das geht relativ schnell. Ja. Schade fand ich auch die Live by You. Das war ja das Beste wieder. Live by You, ich hatte das zumindest auf der Wunsch, aber das passiert eigentlich auf der Wunschliste, damit fällt mir gerade ein. Live by You ist ein Sims-Spiel gewesen. Also so ein. Jo, das hatte ich irgendwann mal gesehen. Das war so die Alternative dazu, ne? Ja, da gibt es ganz viele, die da in Entwicklung sind. Davon habe ich auch ein paar auf der Wunschliste bei Steam. Mich interessiert nur, was passiert damit? Ist das jetzt einfach weg? Scheinbar ja, denn das soll in zwei Wochen auf den Markt kommen? Und dann haben sie alle also Alter Life gibt's irgendwie auch noch und wow. Vivalent und hier, Live by You. Das ist sogar noch bald verfügbar auf Steam, ist ja Wahnsinn. Hä? Wie geht das denn? Also, Live by You, dieser Sim-Konkurrent, der ist, sollte ein Sims-Konkurrent werden, in zwei Wochen auf den Markt kommen. Und Paradox hat das Spiel gecancelt. Das hatte ich irgendwie die letzten Tage schon mal gelesen, weil es irgendwie den Erwartungen nicht entsprochen hat. Und irgendwie kurze Zeit später haben sie dann auch das Entwicklerstudio, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur dieses Spiel hatte, was da entwickelt wurde, geschlossen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, das dann halt auch zuzumachen. Ja gut, das muss so kacke gewesen. Die haben wahrscheinlich so wie wir so ein Spiel mal getestet, haben so der Geschäftsführung gezeigt, hier spielt man eine Stunde und haben die halt gestartet und waren schon im Charaktererstellung, waren sie schon so, uff, Trash Night, Baby. Nee, Leute, laufende Kosten wollen wir nicht. Schmeiß alle raus. Ups. Hey, wieso machst du denn den Ton immer an? Okay, das ist uff. Frech. Ja, es wäre nämlich ganz schön, weil Sims könnte ja eigentlich mal ein bisschen Konkurrenz gebrauchen, aber mal wieder scheitert da jemand dran. Ja, es sind noch diverse andere Titel in Entwicklung und es gab ja früher mal ganz, ganz lange her, wie hieß denn das? State Life Sim? Nee, wie hieß denn das noch? Live? Es gab so ein Sim-Konkurrenzspiel, das war aber echt nicht so geil, wie man sich das gedacht hat. Ich finde, Sims hat so einfach gar keine Konkurrenz, weil es halt so ein biges Ding auch geworden ist.
Also, das ist so krass geworden, wie viel Dialoge es hat, wie viele Möglichkeiten du da hast. Aber nicht nur deswegen, es gibt einfach keinen. Ach, Second Life, ja, genau, so hieß das. Oder Singles? Nee, Singles kenne ich aber auch. Ach stimmt, Singles. Second Life ist ja hier, du kannst den Charakter erstellen und selber im realen Leben da rumhantieren. Nee, dann meinte ich Singles, so hieß das, glaube ich. RP-Style. Genau, Singles kenne ich nämlich auch noch. Das habe ich auch mal gespielt, das war aber geht so. Ja, das war halt damals deswegen nicht mehr ganz so der große Konkurrent, auch weil Sims zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht so krass abgedriftet ist und ich bin sehr gespannt, wie halt der nächste Teil wirklich, wenn der kostenlos ist, was du davon wirklich spielen kannst und wie viel du da noch irgendwie dazu kaufen musst. Ja, das wird halt, also wir haben heute PUBG aufgenommen und da habe ich erstmal gemerkt, wie ich dachte, da werden die Skins ähnlich teuer wie jetzt in Fortnite. Ich weiß auch nicht, ob die da die Preise angezogen haben, aber wenn ich mir schon einen Skin ausgesucht habe und der kostet dann irgendwie 40 Euro und dann falle ich einfach hin drüber. Aber ich glaube, Optimus wäre auch 80 Euro gewesen, wenn man den freigeschaltet hätte und so. Also, ein bisschen zu krass. Also, klar, ich gebe auch gerne mal Geld für Skins aus und einen Zehner und einen Swambo. Okay, wenn es richtig, richtig fett ist und ich mir denke, boah, jetzt habe ich mir lange nichts mehr geholt, jetzt kann ich in einem halben Jahr mal wieder irgendwie was kaufen im Spiel, was ich sowieso super viel spiele oder was auch kostenlos ist, ne? Aber 40 Euro für... Nee! Das ist ja für wild. Wenn du da den entsprechenden Content hättest, ne? Also bei Elden Ring ist es genauso teuer, aber... Ich weiß gar nicht, die PUBG-Skins sind genauso wie bei Fortnite nicht handelbar, ne? Weil bei CS denke ich mir, okay, wenn ich da 40 Euro für einen Skin ausgebe, dann wird der, Preisstabilität mal hin oder her, aber der wird mehr oder weniger ähnlich viel wert bleiben. Vielleicht ein bisschen fallen, vielleicht auch ein bisschen steigen, aber ich könnte ihn theoretisch auf dem Steam-Markt auch wieder verkaufen. Ich kriege zwar mein reales Geld unwahrscheinlich wieder, aber ich habe da zumindest irgendwie noch einen Gegenwert und nicht, boah, Alter, 40 Euro für in diesem Spiel nur der eine Skin. Weiß ich nicht. Nicht handelbar, ja, cool. Das finde ich heftig und da wird wahrscheinlich Sims dann auch genau hingehen. Ja, fürchte ich auch. Mit so Marvel-Kooperationen, da kannst du kannst den Marvel-Poster und Iron Man in die Bude stellen. Wer weiß. Boah. Ansonsten? Weiß ich aktuell gar nicht. Also Jay, weißt du eigentlich, ob Jay in Urlaub gefahren? Erzählt er nächste Woche von seinem Urlaub? Er hat mir erzählt, der ist jetzt so richtig in Urlaub. Der wollte mal einfach die Pfalz oder so? Was? Da will man denn da? Meine Schwester ist in der Pfalz. Ich bringe das jetzt gerade, glaube ich, durcheinander. Ja, okay. Hab ich doch in seiner Story gesehen bei Jay. Jay ist... Wobei er hat, glaube ich, offen gelassen, er hat geschrieben, ratet mal, wie ich bin. Ich glaube, er möchte auch nicht, dass Leute wissen, wo er sein Urlaub ist. Ja, okay, bringt. Aber Rheinland-Pfalz ist ja jetzt auch nicht so klein, ne? Also. Auf jeden Fall haben sie da crazy Schnecken. Sauerland. Ach, krass. Ach, genau, Winterberg hat er mir gesagt. Ja, Winterberg, die Ecke, ja. Ach, meine Güte. Im Sommer fährt man da auch hin? Krass. Ich kenne das immer nur, dass man da hier wirklich Winterurlaub macht, weil da alle Skifahren gehen. Dann kenne ich halt immer die Bilder, wo dann Autos einfach so hundertfach an so einer normalen Straße parken, weil es einfach viel zu voll ist für diesen Ort. Ja. Ich habe mir immer gedacht, ich will auf gar keinen Fall nach Winterberg. Also das denke ich mir auch immer. Wenn Im Sommer so ist das scheinbar auch so ein Ding. Zwei Tage im Jahr da Schnee fällt und dann ist einfach das ganze Ruhrgebiet da. Du kannst ja Fahrrad fahren und das ist ja auch ganz, ganz nette Gegend. Ja, also die haben halt richtig viele Skipisten, aber wenn ich das richtig sehe, haben die halt eine Straße. Die ja, B236 oder genau, die geht quasi von Dortmund oder so bis... Beziehungsweise B480, wieso sind das teilweise die B236? Ah ne, Google war verwirrt. B480, dann haben die so drei, vier Straßen, die davon abgehen, Ende. Ja. Winterberg. Und okay. Alle kommen dann von einem Weg dahin. So, das ist immer voll. Teilweise auch gesperrt, einfach komplett, wenn die sagen, okay, Winterberg ist voll. Ach, dann stimmt. Macht die Polizei sogar zu und sagt, nö, hier dürfen nur noch Anwohner rein. That is it. Mombi hat's rausgefunden. Bikepark Winterberg, Jason Bikepark.
Alter, wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr die Schnecken analysiert, die Jay fotografiert hat, oder was? The Mother, Bikepark Winterberg. Also jetzt fängt Jay an mit hier Mountainbiking, so mit Sprüngen und all so einem Kram. Da sehe ich ja, den. Das wäre doch cool. Never. Hier Ben macht doch so crazy Sachen. Ben glaube ich schon. Ja, Ben ist da so ein Typ für. Vielleicht, aber vielleicht ist er mit im Urlaub und er zeigt dir mal ein paar freshe Tricks. Ich glaube eh nicht. Das wäre doch ganz schön. Ja, Peter ist nächste Woche auch wieder aus seinem Vaterschaftsurlaub. Hoffentlich wieder da. Ja, ich denke schon. Das wird schön. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht oder wie er sich anhört, aber ich vermisse ihn schon. Oh. Dann kommt Jay mit allen Gliedern gebrochen zurück. Nee. Ja, wobei du weißt ja, wenn er sich hinlegt und dann hat er irgendwie was am Finger, dann ist der Finger gebrochen. Christian, Jay war damals mit mir eine halbe Stunde Snowboard fahren, ja. Lernen. Snowboard. Ja, draufstellen. Ja. Und stehen bleiben. Einfach. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Einfach nur drauf stehen bleiben auf dem Brett. Dabei ist er umgefallen und hat sich sein Knie geprellt. Na gut, das wenn du unglücklich fällst, ne? Das war seine Snowboard-Erfahrung. Und sein Wochenende. Und ich habe dann drei Tage noch gefahren und Jay konnte dann leider nicht mehr, weil er gehumpelt hat. War echt traurig. Das ist schade. Also, Jay in Gefahr könnten wir auch rausbringen. Wir haben noch Fragen für den Podcast, fällt mir übrigens auf. Wenn ihr da auch Fragen an uns habt, die werden zwar heute nur von zwei Leuten beantwortet, aber naja, trotzdem, ne, dann fragen@peatcast.de oder was? Peatcast. Oh mein Gott. Peatcast@peatsmeet.de. Was? Peatcast@peatsmeet.de? Ja, ja. Weil okay. Wir ja peatsmeet.de als Webseite haben. Ganz früh hatten wir auch mal Fragen. Egal. Peatcast@peatsmeet.de. Und wir haben noch die Frage. Da steht kein Name bei, oder? Mich würde interessieren, wie ihr Spielkonzepten wie dem des aktuellen Early Access Titels Bodycam gegenübersteht. Bodycam ist ein hochrealistischer Ego-Shooter aus der Sicht einer Körperkamera, sehr realistische Grafik, Sounds, Lichteffekte etc. Sehr gute Frage, weil das Spiel haben wir gestern gespielt und aufgenommen. Ja, war alternativ. Aber also ich sehe da noch nicht so, für mich persönlich sehe ich nicht den kompetitiven Teil dahinter, weil du so super wackelige Steuerung hast, was halt realistisch ist. Und klar, wenn ich über Kim und Korn ziele und laufe, funktioniert das halt nicht so gut. Das kannst du doch trotzdem besser handeln. Also wenn du eine Waffe in der Hand hast, wir waren ja auch schon mal auf einer Shooting Range, dann wubbelst du ja nicht die ganze Zeit so links, rechts rum. Ja, stimmt. Ne? Außer also, du rennst, ne? Also ja, wenn ich okay, rennen aber würde, dann muss ja mehr so die Schulter. Also ich glaube, das ist so ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, volle Kanne. Also von der Optik, vom Licht und so super. Auch den Sound fand ich ziemlich cool. Aber die Steuerung, die ist so wibbly-wobbly, weiß ich nicht. Da bin ich auch noch nicht so warm mit geworden. Beziehungsweise, was ich eigentlich am allerschlimmsten fand, ist halt das Spieldesign im Sinne vom Matchmaking und welchen Modus es gibt. Und naja, also so eine geile Runde haben wir jetzt echt lange für gebraucht, weil Leute immer joinen, leaven, du kannst nicht vernünftig die Teams wechseln. Und so Sachen, so Komfortsachen sind da einfach nicht vorhanden. Und wenn der Host die Lobby beendet oder rausgeht, dann ist einfach der Server zu, weil es keinen Server gibt, sondern der Einzelne hostet das, ist halt nicht so geil, um das mit vielen Leuten, also so richtig auf der breiten Masse zu spielen. Also du spielst, wenn ich es richtig im Kopf habe, maximal 5 gegen 5. In der Mitte ist so ein Haus und die eine Seite hat von mir aus eine Bombe, die kannst du spawnst mit der Bombe, kannst die auch sofort aktivieren. Ja. Du kannst sie sogar mit rumtragen, wenn die aktiviert ist, aber die piept halt die ganze Zeit sehr laut und gibt so ein rotes Licht von sich, dadurch weiß halt jeder immer, wo du bist. Und ich fand's, dauert viel zu lange, diese Bombe zu entschärfen. Wenn du stirbst, dann kannst du noch mit einer Drohne rumfliegen, deinem Team irgendwie helfen. Und wie gesagt, also optisch, okay, die Idee fand ich ganz cool. Ich mag auch, dass es halt ein bisschen eher so in die Richtung geht, ne, mit einem Schuss bist du halt weg. Mhm. Aber so von der Steuerung weiß ich nicht. Nee. Ja, und der Modus, den wir da gespielt haben, war auch irgendwie so ein bisschen unbalanced und dann haben wir auch
Deathmatch gespielt. Das war auch eher so, du spawnst und bist einfach random tot und weißt überhaupt nicht von wo. Also wenn sie cooler dann noch, Ansatz, ja, aber eben. Da müssen sie noch ein interessanteres Spiel irgendwie drumrum machen. Also nicht einfach nur Deathmatch, aber wir sind halt nur zwei Leute. Gucken wir mal. Ja. Ich fand, also ich habe auch verstanden so ein bisschen, warum Jay da schlecht geworden ist bei, weil ja die Kamera so ein bisschen mitgeht überall und wobbelt und diese Fischoptik, also du bist ja quasi als Kamera, als Bodycam dabei. Ja, also wenn und du halt, das ist halt schon wackelig. Wenn du halt irgendwie Quake hast du immer mit maximalem FOV gespielt und deswegen kommt dann diese Fischoptik zustande und das war halt noch krasser fast. Ja. Ja, aber wie gesagt, das Einzige, was ich fand, war diese schwammige Steuerung. Ansonsten eigentlich ganz gut. Jetzt hat eben jemand geschrieben, realistisch ist halt nicht gleich gut. Das stimmt. Also, also das kommt immer so aufs eigene die Präferenz an. Du findest natürlich auch zum Beispiel Leute, die Rennspiele, die so ultra realistisch sind, total gut finden. Bei anderen ist dann halt, ne, wenn du halt mal ein bisschen spielst und du bleibst irgendwo hängen, bist direkt kaputt, ist halt nicht geil. Ja. Ja. Also das Videospiele dürfen auch fernab der Realität sein. Das ist auch okay. Übrigens, die Frage war von Niklas, da sind zwei Absätze das drunter. Das sehe ich auch gerade. Da steht, im Netz wird viel darüber diskutiert, geht das zu weit? Oder ist es doch nur ein Spiel? Was meinst du mit zu weit? Ja, ich glaube, weil es auch super realistisch ist? Geht, ja. Ja, nee. Also so als, ich sehe es jetzt nicht als Problem, dass das irgendwie zu realistisch in der Darstellung wird. Ne? Gerade Videospielen siehst du meiner Meinung nach viel zu häufig einfach direkt an, dass es ein Videospiel ist. Boah, hier regnet es gerade richtig krass, da geht der Filter bei ab. Warte mal. Ja, weil der den Regen rausfiltern will. Naja, also ich finde zum Beispiel, damals habe ich, also das krasseste Spiel, was ich je gespielt habe, es gab ja damals Postal, das war schon crazy für die damalige Zeit, wenn man da irgendwie die ziemlich viel Scheiße machen konnte, aber es gab danach noch so ein Spiel, wo du Leute so umbringen konntest mit Plastiktüten drüber ziehen und Kabel. Das war Manhunt. Manhunt war das. Mhm. Und das fand ich, das war zu krass. Ja. Das hat so ein bisschen diese Linie überschritten. Warst du bei dem React dabei? Nee. Haben wir das nicht geguckt? Irgendwie von Rockstar, Manhunt, irgendwie, da haben wir einen React zugeguckt. Oh, echt? Weil das habe ich damals gespielt und selbst ich als schon eingefleischter Gamer, noch als Kind, war so ein bisschen so, egal, das ist aber schon ein bisschen krass hier. Also weiß ich gar nicht, ob ich das spielen will, weil schon. Mir hat es einfach keinen Spaß gemacht irgendwann. Ja. Also ich sehe auch im Chat, klar, ne, also Horrorfilme gucke ich auch, finde ich auch super. Ja. Den letzten Evil Dead fand ich ein bisschen zum Beispiel zu sehr drüber, aber ich sehe das eher nicht so dramatisch, dass das irgendwann nicht mehr, dass es nicht mehr nur ein Spiel wird. Ja, und es ist nur darauf aufgelegt, Leute möglichst grausam zu töten. Ja, genau, das war bei Männern halt irgendwann einfach vom Gameplay langweilig. Also, ne, am Anfang war es halt so aufregend von mir aus noch und krass, aber irgendwann war es halt einfach öde. Ja. So. Wir haben noch eine Frage. Ist das auch, sind das auch wieder mehrere Fragen? Aha, Basti. Okay, nehmen wir mal die erste. In welcher Disziplin würdet ihr alle anderen Peacemeet-Mitglieder, zweite Reihe inklusive, okay, krass, haushoch abziehen? Dabei zählt alles. Also neben Videospielen auch zum Beispiel sportliche Aktivitäten. Bei Chris wird es dann wahrscheinlich Golf. Ja, da bin ich mir gar nicht mehr so, ja doch, würde ich schon sagen. Aber, boah. Also ich glaube, Fußball würden wir sie auch abziehen. Christian als Freistöße vielleicht. Jay im Tor. Bram einfach als Innenverteidiger. Ja, aber die Frage zielt ja, glaube ich, auf die Einzelpersonen ab, ne? Alle anderen. Ach so. Oder, ne? Also nee, deswegen. Ich hätte schon gesagt, so wir gegen die und alle treten an im Golf und wir würden dann so als Team, würden wir besser dastehen als die im Team. Boah, man könnte es aber auch verstehen als 101, ja. Weiß ich nicht. Wie viel Haare kann ich mir abschneiden lassen vom Kopf? Ja, da würde ich gewinnen, glaube ich. Nee, stimmt nicht. Lena will gewinnen. Bogenschießen.
Also finde ich, also die zweite Reihe kann super Fotos machen. Was kann Andi denn gut? Andi kann gut singen, glaube ich. Der hört so viel komische Musik, der könnte bestimmt gut singen. Ich glaube, es gibt halt da immer irgendwen, der besser ist. Ja. Ja, aber wird mir jetzt auch nicht so auf Anhieb was einfallen, wo wir sagen, wo du sagst, also alle Ben anderen, würde uns krass im Fahrradfahren abziehen. Das sind halt 15 Leute, wa? Also, und wir sind, da sind jetzt auch nicht so unbedingt die Ältesten oder teilweise auch Unsportlichsten dabei. Ja. Finde ich jetzt erstmal nichts, glaube ich. Weil irgendwer kann das ja dann immer im Zweifel. Ja, vielleicht ist da auch irgendwie ein Schachmeister bei und wir wissen das nicht, weil derjenige... Ja. Jay ist richtig gut in Schach. Also der wird bestimmt den einen oder anderen da auch abziehen. Schwimmen? Boah, ich war nie gut im Schwimmen. Schwimmen kann ich auch so gar nicht, ne? Also Schwimmen bin ich froh. Also ich habe eine Schwimmerfahrung, eine üble Schwimmerfahrung, glaube ich, musste ich Silber-Rettungsschwimmer machen und danach hatte ich einen Kreislaufzusammenbruch und habe ins Schwimmbad gekotzt. Und also nice. Das war mein Silber... Ich habe Schwimmen irgendwann mal ausprobiert und so Bahnen ziehen, da waren dann Leute dran, ja, ich schwimme dann immer so eine Stunde, anderthalb, und ich habe immer so nach einer halben Stunde gedacht, immer wollen mich verarschen, ich kann nicht mehr. Also ja. Ich verstehe einfach nicht, wie Leute dann teilweise so lange schwimmen. Ja. Und wenn ich in so einem öffentlichen Bad bin, muss ich sagen, kommen mir, je nachdem, welche Leute da sind, auch immer so eklige Gedanken in den Kopf, weil die gerade alles für Pipi da irgendwie im Wasser ablassen. Im Kinderbecken ist immer super schön. Nee. Ich bin froh, dass Julius jetzt verstanden hat, dass er das Wasser nicht trinken soll. Zweite Teil der Frage von Basti war, nebenbei wollte ich noch fragen, ob ihr etwas von der Social-Media-Bewegung SafeTF2 mitbekommen habt und was eure Meinung dazu ist. Es geht um Team Fortress auf jeden Fall, das weiß ich. Ernsthaft? Aber da habe ich keine Meinung zu, weil ich dir überhaupt nicht weiß, was da abgeht. Was heißt denn, wieso safen? Ja, das ist halt die Frage. Weiß ich nicht. Ich kenne den Kontext da gar nicht. Wollt ihr das abschalten oder so? Das wäre natürlich wild. Ja gut. Ne, warte mal. Ja gut, aber wenn ich glaube, es spielen noch echt viele Team Fortress, oder? Ja gut, aber das ist manchen Firmen ja echt scheißegal. Also Team Fortress 2 ist von 2007. Ich weiß nicht, ob es offline genommen werden soll oder offline genommen wird oder wie da die Pläne sind, aber ich denke mal, es wird in die Richtung gehen. TF2 wird immer mal wieder von Massenbots überrannt. Warum das denn? In Team Fortress 2 gibt es Lobbys, wo Bots cheaten. Hä, warum? Damit die Items kriegen vielleicht? Dann kannst du die wahrscheinlich am Marktplatz verkaufen oder so. Ja. Valve schafft es nicht, das dauerhaft in den Griff zu bekommen. Ja, darauf läuft, wenn ich mir das bei Trilux angucke, ja, Team Fortress 2 auch hinaus. CS2, ja. Ja. Also, cheaten ist immer kacke. Bots ist dann halt auch noch unnötig. Wäre natürlich geil, wenn es. Also wenn es wirklich einfach nur um diese Bot-Geschichte geht, wenn Valve da halt irgendwann mal was tun würde. Alter. Also ich habe auch das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Gerade also so Tarkov, Counter-Strike. Ich weiß nicht, wie das bei Valorant ist, so mit Cheaten und so. Aber du hast ja kaum noch irgendwie ein vernünftiges Spiel, was nicht übelst Cheater verseucht ist und was man halt nicht in den Griff bekommt. Cheaterei gab es ja immer schon, aber so großartig aufgefallen ist mir das nie. Also du hast in jedem Spiel, egal ob es irgendwie mal so ein CS:GO war oder selbst die Beta oder so, hast du irgendwann mal Cheater getroffen. Aber da ist es nie so krass gewesen, wie das jetzt einem so ein bisschen die Laune an einem ganzen Spiel vermiest. Ne? Ja. Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, kannst du halt Counter-Strike 2 kaum spielen, ohne Angst haben zu müssen, dann Cheater-Lobby zu haben. Ja. Valorant scheint einen guten Schutz zu haben, das habe ich ein paar Mal gelesen. Aber gut, aber da ist auch das Programm greift auch sehr stark in deine Hardware ein. Vielleicht muss das dann so. Ja, vielleicht ist das einfach der Way to go, wenn man halt dafür cheaterfreie Spiele haben will.
Traurig. Oder Ausweis. Immer wenn du deinen Rechner anmachst, musst du eben kurz Ausweis dagegen halten. Jawohl. Aber hat das, der NFC. Dafür hat ja gerade die EU gesorgt, dass es soweit auf gar keinen Fall geht. Wobei, die haben jetzt letztens auch wieder irgendeinen anderen Kram. Ja, egal. DSGVO gibt es eigentlich nur so ein bisschen, aber manchmal auch nicht. Ja. Ja, das waren die Fragen. Wie gesagt, peatcast@peatsmeet.de, wenn auch ihr Fragen haben solltet. Ich hoffe, wir sehen, hören uns nachher im Stream mit Bram zusammen zu Elden Ring. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, deswegen gucke ich schnell nach. Nächste Woche sind alle da. I don't believe. Ich glaube, zum nächsten Peatcast sitzen wir hier zu fünft. Endlich Peter wieder da, Jame aus dem Urlaub. Diese Angabe ist wie immer ohne Gewähr, aber aktuell stimmt sie noch. Ja, deswegen schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.